Oh Leute, ich glaube, das wird das längste Trash-Reaction-Video, was ich jemals gemacht habe. Aber ich kann auch direkt sagen, es lohnt sich, weil es ist ganz witzig. Und wir können uns deswegen freuen, gemeinsam auf die erste Folge von Kampf der Reality Stars. Woo! Kleiner Disclaimer vorab, ich war sogar bei der Kampf der Reality Stars Preview Premiere in Köln, wo so gefühlt jeder Trash-Star, den man jemals irgendwo gesehen hat, auch dort war. Alle Kandidaten aus der Staffel waren dort, mit denen konnte man quatschen. Und ich habe offensichtlich mit einigen gequatscht, auch weil ich einige kannte. Und es ist ganz schön viel passiert und da gibt es auch vielleicht einige Side-Stories, die ich im Laufe des Videos einstreuen werde. Vielleicht auch nicht, wir gucken mal, was sich so ergibt. Und wir können uns deswegen bereit machen, wer sich die ganze Folge natürlich auch immer reinziehen will, kann es gerne machen auf RT Plus. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr auch gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und legen direkt mal los mit der ersten Folge. Wir sind back in Business, der große Rambazamba der Reality. Und hier kommt schon der erste Superstar. Er ist weltberühmt als... Sohn. Wow, und ich habe direkt von Anfang an keine Ahnung gehabt, wer das ist. Also wir finden es vielleicht noch heraus, aber bis jetzt geht auch noch nichts. Mal irgendwas. Ja, so Kampf der Reality Stars. Zum Kämpfen bin ich nicht gekommen. Wow, also schon mal auch ein direkt komplett motivierter Einstieg in diese Staffel. Was ist das? Ich bin Bente Wag, ich bin 47 Jahre alt. Aha, und was ist dein Talent? In erster Linie kennt man mich über meine Mutter, eine bekannte Schauspielerin, Uschi Glas. Ah, er ist der Sohn von Uschi Glas. Und das war's jetzt? Also er war, glaube ich, auch noch nie im Reality-TV so wirklich oder in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich nicht. Und jetzt ist er hier. Wir hoffen auf die anderen Kandidaten, oder? Warum bist du überhaupt hier? Ich habe von euch ungefähr 5 Minuten gesehen. Das ist kein Witz, man könnte sagen, das ist grob fahrlässig. Definitiv. Also, ich verstehe jetzt nicht, warum bereitet man sich nicht irgendwie auf die Sendung vor? Vor allem, er ist nicht mal Fan der Sendung, er ist einfach da. Wie ist das passiert? Kam irgendwie der Sender auf ihn zu, hey, wir wollen dich dabei haben, hier ist der Vertrag. Und er so, es gibt Geld. Okay. Und hat unterschrieben. Oder wie lief das? Hi. Hallöle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja schon mal nicht schlecht, dass jemand vorbeischaut. Hi. Mensch, und die kennt man zumindest ein bisschen. Das ist Tanja Titsche. So heißt sie, Tanja Titsche. Wir kennen sie alle. Sie war zumindest mal im Dschungelcamp das Dritte geworden, glaube ich. Deswegen ein bisschen Bekanntheit hat sie im Trash-Kosmos. Tewak, der Sohn von Uschi Glas. Genau, und der hat mir auch gleich geholfen mit meinem Koffer. Finde ich wirklich sehr, sehr gentleman-like. Hätte er es nicht gemacht, dann hätte ich geweint. Alter Schwede, was hast du dabei? Gold? Ja, Gold. Ja. Gold ist da drin. Ich hätte sie, glaube ich, lieber weinen sehen. Das wäre direkt auch ein guter Einstieg gewesen. Hat sie jetzt aber wirklich erkannt? Wusste sie, wer das ist? Bin ich jetzt hier der Unwissende? Weiß man, wer das ist? Nein. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Nein. Früher im Dschungelcamp, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, da habe ich ja meine Brüste Bacon 1 und Bacon 2 genannt. Wisst ihr noch, als das krasse Storys waren, als Frauen ihre Brüste nach irgendwas benannt haben und das revolutionär war? Ja, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Hä, was ist denn? Das ist eine Brustwarze, Leute. Entspannt euch mal alle. Es fühlt sich einfach an wie ein Traum. Es ist so unrealistisch irgendwie. Das, im Fernsehen hat man das gesehen. Auf einmal ist man selber live dabei. Man guckt sich alles an. Die Dusche, die Küche, dann ist das ein Pool. Und es ist einfach so schön. Es ist wirklich hier nicht Kreisliga, wo wir mitspielen. Das ist fucking Champions League. Würde ich allerdings auch behaupten, wenn das halt am Ende für 2 Leute ist. Wenn man sagt so, jo, da ist unser Schlafzimmer für 2 Leute. Hier ist unser Wohnbereich, Pool, Küche, alles schön. Aber am Ende zu wissen, da musst du mit 10 Leuten hausen, das macht's irgendwie ein bisschen weniger glamorous, oder? Extrawurst, was immer das sein mag. Extrawurst. Unser nagelneues Highlight. Wow. Und was bedeutet das? Was kann die? Kann die irgendwas? Wir erfahren es später. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steht die ganze Staffel da. Könnte auch witzig sein. Was ist das? Moderatorin, habe auch hier und da mal wo mitgespielt, aber an sich größtenteils hinter der Kamera. Ja, oder was hast du denn moderiert? Für MTV, als das noch ein richtiger Sender war, ja. Echt? Oh, cool. Ich bin mir nicht sicher, ob Tanja das alles spielt oder ob die es gerade wirklich krass findet, weil das... Echt? Oh, cool. Das klang nicht, als ob die es geil findet. Dann für RTL so eine Hauptrolle und so weiter, aber ich bin... Ich glaube, ich habe die Serie gesehen. Die fand ich aber geil. Da hast du echt gut gespielt. Ja, vielen Dank. Nee, wirklich. Okay, das muss doch jetzt alles gelogen sein. Also werden wir mal ganz kurz hier den Wikipedia-Eintrag von Ben Tewak einblenden und uns die Filmografie angucken. Da wird doch jetzt nichts dabei gewesen sein, was Tanja Titschewitz gesehen hat und gesagt hat... Boah, wow, krass, ist das ein Mega-Schauspieler, irgendwas. No. Nein. Das ist schon eine Grübchen. Ja, die sind der Bacon von Ben. Danke, geht schon los, ja, wenn wir hier alleine leben, und dann müssen wir es hier zurecht tun. Oh Lord, bitte holt jemand weiteres dazu. Ja, okay, das Problem ist, die beiden müssen jetzt irgendwie miteinander interagieren, weil es ist ja niemand anders da. Aber was ist da? Was geht da ab?
Oh, da winkt schon jemand. Komm mit. Fläschchen dabei? Sehr gut. Na, oh, den kennen wir auch. Das ist Kevin. Mit dem habe ich mich auch auf der Premiere unterhalten. Bisschen viel. Dazu kommen wir später noch. Wer bist du? Wer bist du? Wer ist das denn? Nein. Oh, nein, ist das Kevin? Nein. Doch, sie kennen sich allerdings und sind sie jetzt begeistert oder nicht? Mein Name ist Kevin, ich bin irgendwas mit 30 Jahre alt, komme aus der wunderschönen Stadt Köln. Aber beruflich muss das auch da rein, mach gar nichts. So wie gefühlt jeder Trash-Star. Ja, ich chill hier und manchmal gehe ich eine Sendung, krieg dafür Geld und geh dann irgendwo hin. Oh mein Gott, vielleicht gehen die deswegen dauernd zu Events, weil es da ganz viel gratis Futter und Trinken gibt. Dann spart man sich wenigstens das. Na schön. Da hast du dich aber gestimmt, mit mir legst du dich ja nicht an, Freundchen. Du kommst halt an und sagst, du bist ein Charming Boy, du bist ein Scheiß, bist du. Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich. Und das kann man, glaube ich, unterstreichen. Es klingt zwar bei ihm sehr positiv, aber ich glaube, er ist immer sehr, sehr, naja, manchmal problematisch mit den Aussagen und die Kamera hält dann einfach drauf. Und ich glaube, das spielt er nicht für die Kamera, sondern er ist so. Nicht so wie Valentina, die spielt das, glaube ich, auch manchmal für die Kamera. Bei Kevin, er ist so. Und dementsprechend schwierig. Ich kann mich gerne in drei Buchstaben beschreiben, das ist tough. Delle am Helm. Stark. Das Wort hat aber vier. Na, es gibt eigentlich mit zwei F, ne? Ja, und das war natürlich dann auch direkt mein großer Reinfall. Ich glaube, wenn ich mal so eine Sendung mitmachen würde, Leute, ich würde wochenlang proben, was die mich alles fragen können und üben, damit es richtig cool wird. Richtig cool. Und ich nicht sage, tough wird mit drei Buchstaben geschrieben. Naja. Verkackt. Okay, und Tonja meint plötzlich so, als ob, oh mein Gott, ich war die ganze Zeit mit Ben Tewak hier alleine, das war zwei Minuten ganz okay, aber dann, danke, dass du da bist. Und die freuen sich anscheinend doch aufeinander. Habt ihr Lust? Hallo. 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 Du bist doch von der Uschi Glas, der Sohn. Ne? Meine Güte, ein echter Star. Naja, es ist der Sohn von einem Star, muss man auch mal dazu sagen. Aber warum kennt ihn jeder? Ich habe langsam das Gefühl, dass doch ich das Problem dabei war. Kennt ihr den? Bitte sagt's mir. Das Beste war ja noch, dass er meinen Koffer von A nach B transportiert hat. Ich musste ja gar nichts machen. Können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie demoliert dieser Koffer aussieht? Also wie auseinander, hat er nicht richtig zugemacht oder ist er einfach so kaputt oder ist er irgendwie so schlecht gepackt, dass es sich so verschoben hat? Wie geht das? Du kennst den, Schatz. Ich kenn den. Ja. Ich bin hier, der Kampf der Reality Star. Ah, ein TikToker. Naja, schön. Ui, toll. Ich bin Noah, ich bin 22 und komme aus Köln. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Barbara Salisch, da war ich beim Publikum. Das Traurige ist, das könnte sogar sein. Aber damit ist er auch schon mehr Promi als manch andere Teilnehmer. Weil Barbara Salisch, Leute, das ist eine Marke. Wenn du da mal im Publikum saßt, jeder kennt dich. Mein Paketbote hat gerade meinen Penis gesehen. Ich hatte einfach jetzt über ein Jahr einen Einkaufswagen in meiner Wohnung stehen. Das war mein kleiner Schrank. Deswegen, Girl. Ihr muss nichts peinlich sagen. Oh mein Gott, und das ist sein Content. Also ich sollte nicht immer über den Content von anderen Leuten lästern, weil jeder hat so seine Zielgruppe. Habe ich ja auch, aber da bin ich so. Ich meine, wer hört sich das an und denkt sich so, boah, krass, ein Einkaufswagen in deiner Wohnung. Was bist du denn für ein crazy Dude? Gibt es so Leute, die das denken? Das war schon krass. Also nicht unbedingt krass positiv jetzt. Scheiße, jetzt bin ich jedenfalls die einzige Tuse hier. Ja, und Noah legt dich dann erstmal auch direkt hin und Kevin ist nicht erfreut. Er will der Quotenschwule sein. Aber das ist auch das Problem langsam mit der queeren Sichtbarkeit. Man ist irgendwie normal in der Gesellschaft angekommen und braucht nicht mehr Quotenqueeren, sondern sie sind einfach überall. Das finde ich ja ganz gut. Oh, ja, geil. Geiler Stunt. Und er ist erstmal hingefallen, so ganz Hollywood-mäßig. Jetzt hat er sich fallen lassen. Ich glaube ja, er ist einfach nur ungeschickt. Das würde ich ihm sehr zutrauen, direkt auf den ersten Blick. Aber stimmt, Kevin, erstmal, als er Tanja gesehen hat, komplett weggeheult. Aber wenn da jemand stürzt, ey, das macht er jetzt nur für die Sendezeit, Leute. Also das sehe ich doch sofort. Du bist fake und ich bin dumm. Okay, das ist jetzt ein Familientreffen. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, dass die sich so gut kann. Tja, da merkt man halt auch, Ben ist nicht so richtig im Business drin, im Reality-Business. Und die kennen sich halt alle spätestens auch von Events, wie ich festgestellt habe, weil da ist halt wirklich jeder und alle connecten miteinander. Selbst wenn wir sie noch nie in einem Format gesehen haben, kennen die sich deswegen alle auch persönlich. Und hassen sich manchmal. Hey, bin ich jetzt im Fernsehen? Ja? Hallo. Hallo, Noah. Pfui, wir sind doch hier nicht bei TikTok. Oh mein Gott, und ich will das auch immer. Es gibt immer diese eine Person, die bei Kaffee Reality Stars dabei ist und dann die Kamera sieht, wow,
Ist das die Kamera? Krass. Und es ist immer ein bisschen cringe. Unangenehm. Ist das? Es hat lange schwarze Haare, oder? Das ist Elsa. Wer ist Elsa? Die da. Und damit meinen wir nicht die coole Eiskönigin, sondern die assige kleine Schwester. It's time Elsa Show. Und das so. Wer bist denn du? Ich bin die Elsa, bin 19 Jahre alt und komme aus Wien, ne? Ja, und da wissen wir auch schon alles, was wir über sie wissen müssen. Sie war anscheinend bei Jeremy's Next Topmodel nicht geguckt, aber auch bei Forsters Rampensau habe ich privat geguckt. Und da, naja, ist sie jetzt schon eine etwas lautere, problematischere Person gewesen, ne? Und da kam halt dieser Hate, sehr viel Hate auf mich zu. Aber das macht ja nichts. Ohne Hater bist du ja nichts im Endeffekt. Und ohne Neid bist du auch nicht. Das ist eine sehr, sehr schlechte Einstellung. Du kannst auch ein schönes Vorbild sein und beliebt sein und bekannt sein, ohne dass sich alle hassen und scheiße finden. Also das reden sich Leute auch immer ein. Okay, ich verhalte mich scheiße und jetzt finden mich deswegen auch alle kacke. Das bedeutet, ich bin was. Nein, du bist weiterhin scheiße. Du musst das nicht irgendwie versuchen, was Positives zu drehen. Geht's noch? Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, die bleiben so real. Ansonsten... Nee, muss ich mein albanisches Temperament voll wieder nutzen und das mal denen also zeigen, ne, mit wem es überhaupt zu tun hat. Boah, da haben wir auch alle irgendwie ganz große Angst vor. Wenn Elsa auspackt, dann packt sie wahrscheinlich auch irgendwann wieder die Koffer und fährt. Adieu, Schlampen. Aber Falco kennst du noch, ne? Was ist das? Was? Du kennst nicht Falco. Was ist das? Oh, hier sind ja wieder echte Nobelpreisträger am Start. Was? Was ist das? Das ist der wirklich mit Abstand größte Musiker aus Österreich. Keine Ahnung, ich kenne nicht mal die meisten Prominente. Elsa kennt nämlich gar nichts. Und ich finde, man muss nicht Prominente kennen, allerdings irgendwie... Also ich weiß nicht, wenn man irgendjemand sagt so, yo, kennst du Celine Dion? Und da sagt jemand so, wer? Ist auch irgendwie... Also, ab einem gewissen Punkt wird es grenzwertig, ne? Also ich weiß nicht, ob ich spinne oder ob die spinnen alle. Egal, kennst du Romy Schneider? Nein. Arnold Schwarzenegger, den kennst du? Nein. Da, how? Wie geht das? Wie? Wo, hat sie unterm Stein gelebt? Guckt sie nur TikTok und denkt sich so, das sind die wahren Stars? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wovon ihr redet. Sorry für die Schrottmühle, wir müssen halt wieder sparen. Der sieht aus wie Mr. T. Ist das Mr. T? Ja, sie haben die Trash-Stars, die ganz wenig kosten, alle gebucht, damit sie sich Mr. T leisten konnten für Kampf-Duality-Stars, der kein Wort Deutsch kann, aber das kann ja trotzdem irgendwie lustig werden dann, ne? Gerade wenn Elsa und er sich dann unterhalten würden. Hä? But I can rausrutschen hier. Mein Name ist Keno Veit, train für die Y'all, der eine oder andere kennt mich aus Fernsehen und so, bin Lona. Wie bitte? Ich habe tatsächlich jetzt auch nichts verstanden. Wer ist das? 360 PS, aber... Gewinner ist verdammt klar. Es ist über Nacht einfach viral gegangen. Am nächsten Tag aufgewacht und alles war wirklich anders. Warte. Der Typ ist Bauer, er ist schwarz und er ist aus Friese und hat, als er einen Platten hat oder stecken geblieben ist, ein Video gemacht und alle so, er ist schwarz und aus Friese, wie geht das? Sensation. Und das ist sein Talent? Okay. Klatschen. Hey, alles klar oder was? Keno. Keno. Vier Wörter. K-E-N-O. Keno. Alles klar. Der erste Kandidat weiß nicht, dass TAF vier Buchstaben hat und die nächste Kandidatin verwechselt Wörter und Buchstaben. Gut. Die Gruppe wird allerdings immer größer und größer und irgendwie sind alle in der Social Media Bubble oder in der Reality Bubble unterwegs. Halt außer Ben. Und er steht dann da und denkt sich so, was ist das hier? Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Gefällt's dir bei uns? Man hat das Gefühl, dass das... An sich ist es wie eine völlig eskalierende Geburtstags-Hochzeitsfeier. Man hat an sich auch den Eindruck, dass alle irgendwie drauf sind. Und du bist dann mittendrin. Und irgendwie glaube ich, also als relativ normale Person oder die damit gar nichts zu tun hat, ist es auch einfach kurzzeitig faszinierend, aber auch einfach so, was geht hier? Du kannst dich ja nicht mal richtig integrieren, weil alle so komplett konfus sind. Theresia Fischer, das darf ja nicht wahr sein. Geht los! Macht euch alle bereit, denn es ist Theresias Sendezeit! Halleluja! Da haben wir auch schon die nächste und ich kenne sie tatsächlich nur von The 50 und da war sie tatsächlich sehr anstrengend. Dann ist sie jetzt auch hier und laut. Da freut sich auch der Ben. Theresia ist erstmal ein Paradiesvogel und liebt das Extrovertierte. Wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das durchziehen. Ich gehe nicht über Leichen, aber ich versuche über die Leichen drumherum zu gehen. Was quasi bedeutet, dass du über Leichen gehen würdest.
Gut, haben wir das auch geklärt, ne? Meine erste Beinverlängerung war in den Oberschenkeln. Da wurden 8,5 cm verlängert. Und dann war halt die Unterschenkelverlängerung von 5,5 cm. Ich würde es heute nie wieder machen. Vor allem, wenn dein Ex-Partner dich dazu gedrängt hat. Also damals war er wahrscheinlich nur der Partner. Ich hoffe es, weil sonst wäre es noch obskurer. Allerdings, Leute, das ist, glaube ich, auch wieder ein Hinweis für alle. Wenn ihr mit jemandem zusammen seid und er euch optisch verändern will, mit Operationen, Implantaten oder whatever, und ihr das nicht selber wolltet oder nicht mehr selber den Gedanken hattet, macht es nicht. Macht es nicht für euren Partner. Der ist vielleicht nichts für die Ewigkeit, das schon. Und ihr müsst euch da nicht verschönern, damit ihr ihm mehr gefällt. Das läuft nicht. Das ist so sicher wie dieses Abend in der Kirche und Scheiß. Fuck, fuck, warte. Nicht, dass wir hier runterfallen. Oh Gott. Das ist ja nicht. Warte. Das war ja erst schon ganz schön wellig. Und es wurde immer welliger. Und irgendwie so problematisch war der Einzug, glaube ich, in meiner Erinnerung auch noch nie. Also, dass es immer so auf und ab ging, die ganze Zeit. Da können noch einige Katastrophen passieren, glaube ich. Anstoß mit euch. Ich behaupte jetzt mal, dass Simone Heil die größte Frau ist, der ich jetzt so begegnet bin. Ja. Theresia ist 1,84. Also, es ist schon unnormal groß, aber es ist auch nicht das Größte, was man ever gesehen hat oder exorbitant. Es sind halt nur lange Beine, ne? Muss man auch mal sagen, weil ihr Oberkörper ist trotzdem weiterhin mini. Du könntest ja ein längeres Bett bestellen übrigens. Ja, eigentlich. Ist das ein Kurzbett? Nee, Leute, sagt jetzt nicht, dass es ein Kurzbett ist. Oh, das sind ja Kinderbetten, so für Säuglinge. Ja, und ihr müsst euch da leider alle reinquetschen. Und das ist, glaube ich, auch immer sehr problematisch, die Bettensituation. Irgendjemand wird schnarchen, es gibt nicht mal eine Tür. Das Meer hört man die ganze Zeit, wenn es zu laut ist und dann zu klein. Viel Spaß. Ich heul gleich. Die kennen sich alle. Hallo. Wer ist denn da? Wer bist du? Eine ältere Dame. Kevin. Hat sie Kevin gesagt? Ja. Das bedeutet, sie kennt dich anscheinend. Und er? Keine Ahnung, wer das jetzt sein soll. Ich bin's, Valencia. Ach, Valencia. Nee. Doch, es ist Valencia. Nein. Valencia. Hi, guys. Oh mein Gott. Das geht aber jetzt mit der Queen. Das ist langsam wirklich... Schlag auf Schlag, wir kriegen die jetzt alle. Wir kriegen jetzt hier die volle Dröhnung und ich finde auch manchmal queere People, das kann auch sehr interessant werden mit der ganzen Dynamik, weil wir sind auch alle, nein, wir sind nicht alle, aber wir sind oft etwas lauter als die normalen, ne? Valencia! Kevin, warum hast du nichts gesagt? Ich kann ja nichts sehen oder meine Kontaktlinsen, aber auf einmal habe ich so einen abgemagerten Jungen gesehen und das ist nur Kevin. Weil wow, das ist irgendwie auch eine besondere Art des Kompliments, ne? Ich meine, Kevin findet es, glaube ich, ganz gut, aber lass mal so stehen. Kevin ist eine Schwester von mir. Früher, wo ich schwul war, habe ich ihn gehasst, weil Valencia sehr neidisch auf meine Figur war. Sie musste sich halt immer irgendwas absaugen lassen. Habt ihr die Bauchbinde gelesen? Googelt my handsome Squidward. Können wir es mal bitte machen, ein kleines Bild und Kevin hier? Es ist ungefähr gleich, ne? Ja, definitiv Zwillinge. Alle gleich geil. 20 Euro, damit können die gar nichts anfangen. Here, thank you, that's for you. Sie hat mir direkt ihre gefälschte Tasche in die Hand gedrückt und hat erstmal die Bootsmänner beglückt mit Geld. Ich weiß nicht, ob es Monopoly-Geld war, keine Ahnung. Vielleicht haut sie einfach direkt ihre ganze Gage raus und war so, jetzt habe ich Geld, weg, weg, weg. Und dann zwei Tage später, wo ist es eigentlich alles hin? Wir hätten gern alles. Hi, freut mich, Tanja. Du weißt, wir kennen uns doch, Indira. Nein, nein. Hä? Ja. Kennen wir uns? Ja klar, in Valencia. Ah, ich hab gar nicht erkannt. Wie kann das sein? Wie war das? Scheinbar ist Valencia auch nicht so der Promi, den man kennt, ne? Schade. Das sind Newcomer, also die muss man nicht kennen. Entschuldigung, weil wir kennen uns, ja? Sie tut jetzt so auf desolat, ich habe dich nicht erkannt. Also so viel Schönheits-OPs habe ich jetzt auch nicht. Und sie hat da auf dumm getan. Ich habe ein neues Face. Und dann erkennst du mich nicht, nur weil ich ein neues Gesicht habe. Und das Witzige ist, Valencia hat kurz danach beschrieben, was sie alles gemacht hat. Basically eigentlich nur ihren Kopf einmal abgeschabt und einen neuen draufgeschraubt. Ja, und dann ist sie so, boah, warum erkennt man mich nicht mehr? Was soll das? Ich bin Valencia Stör, so wie gestört, das passt ja. In meiner Bauchbinde steht selbstverständlich nicht mein wahres Alter. Ich möchte da gern, dass da auf 29 gezogen draufsteht, weil mein Schönheitschirurg sagte, ich würde jetzt wie 29 ausschauen. Der Schönheitschirurg hat dich da aber ganz schön belogen, Schatz. Also das tut mir jetzt auch ein bisschen leid hier, ne? Aber ich meine, es ist ja auch sein Werk, ne? Also er macht das hin und so, ey, das sieht aus wie 29. Ja, sie glaubt's. So ungefähr wird's gewesen sein. Und hatte eine eigene Sendung auf RTL 2, Well und Flo in Love. Auch Valencia gab ihr Ja-Wort als TV-Show. Ihre Traumehe mit Florian West hielt dann immerhin fast 3 Monate. Oh mein Gott, warum? Why? Ja, okay.
Ich würde auch gerne meine eigene Million machen, aber leider fehlt mir das nötige Talent. Von daher ist meine Option ein Mann. Und irgendwie liebe ich ein bisschen, dass sie dabei auch so ehrlich ist. So, ich wäre gerne reich, aber ich kann nichts, also muss ich reich heiraten. Ja, mach mal. Wenn die Geld brauchen, dann gehen die zu Wer wird Millionär. Du bist ein anderer Mensch. Ja, der schöne Chirurg hat's gemacht. Die Tanja ist mit Vorsicht zu genießen. Da weiß man nicht, ob das Fake ist, die Dummheit, oder ob das echt ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ist das jetzt irgendwie eine Beleidigung gewesen oder ein Kompliment? Warum gibt's denn gar keinen Wodka? Ich möchte jetzt Skinny Bitch. Du trinkst jetzt erstmal lieber ein Sektchen, Schatz, oder ein Champagner. Ja, das ist ja... Ja, dann mach ihn doch mal auf, bitte. Jetzt mach dich doch mal nützlich. Ich hab deine Tasche schon hier hochgetragen. Auf alte Freundschaft, du alte Schlampe. Ja, Valencia und Kevin, ich würde sagen, das ist irgendwie so eine Hassliebe. Irgendwie finden die sich unsympathisch, aber irgendwie finden die sich auch irgendwie sympathisch. Ja, irgendwie so kann man es, glaube ich, auch direkt beschreiben. Man merkt auch wirklich die Stimmung zwischen den beiden. Aber ich muss auch zugeben, es ist manchmal ganz geil, wenn du jemanden hast, den du die ganze Zeit beleidigen kannst und den beleidigst die ganze Zeit zurück und ihr beide wisst, wir hassen uns jetzt aber deswegen nicht, sondern wir können es einfach aus Gag machen. Es hat was, aber es kann auch überschwappen. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin eine der Ersten, die hier einzieht. Nee, bist du nicht. Sonst wären wir ja noch nicht hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und Valencia, die achte von 10. Das ist quasi die Erste. Ja? Und sie kann sogar Mathematik. Du kannst ja gut Mathe. Du leidest ja an Dyskalkulie scheinbar. Leidet sie auch. Kann ich zählen. Ja, und wo ist mein Bett? Was ist denn mit Elsa los? Okay, das war jetzt auch nicht der krasseste Witz, den wir jemals gehört haben. Aber Elsa kann nicht mehr. Die ist komplett fertig. Okay, Elsa. Ich das persönlich finde ich komisch. Ja, die Kofferträger bitte auf Position. Steuerbord, Backbord, nach rechts. Oh nein, ich höre schon die Stimme und man weiß Bescheid. Und dann hört man, was die Person gesagt hat und denkt sich so, das gibt auch keinen Sinn. Sag doch, Du bist der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Und ganz wichtig, wenn dir einer im Weg steht, dann räumst du den weg wie das, das Wasser am Sand. Räumst du weg wie das Wasser am Sand. Maurice kann auch einfach die besten Motivationssätze und Sprüche. Also, wenn du sie so dauernd hochpusht, verstehe ich, warum er immer versagt. Aber da ist Maurice mal wieder. Yay. Freue ich mich drauf. Kann ich mir eine Tüte Popcorn hier hinstellen? Ich bin 25 Jahre jung. Ich würde sagen, nach Sommerhaus so ist Maurice halt ein Begriff. Maurice ist ein Löwe, ja. Der gibt niemals auf. Und ich glaube, das war einer der richtig guten und besten Momente in der Trash-TV-Geschichte, wie Maurice sich selber hypt. Und diese Küche der Löwenmusik da drunter ist, ach, göttlich. Achtung! Und da kriegt er sofort, es ist richtig ab. Vielleicht haben die es auch absichtlich gemacht, so, oh mein Gott, Leute, der Wellengang wird immer schlimmer. Lasst mal Maurice als Letzten einziehen. Ja! Unser Aquaman. Das gibt's ja eigentlich. Eier. Oh mein Gott, da kommt die nächste Welle, Elsa. Sorry, Maurice. Scheiße. Hat's einfach mal komplett erwischt. Und seinen Koffer, den er wahrscheinlich nicht richtig gut zugemacht hat und der nicht wasserdicht ist. Ja, Maurice ist ein Löwe. Und kein Seelöwe. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Muss einer von euch oft auf Klo nach? Nö. Echt nicht? Ich zweimal. Momentan, komischerweise. Also, sag mir einfach Bescheid, wenn ihr müsst, weil ich muss eigentlich immer an. Okay. Er muss eigentlich immer. Und das meint er wirklich, wirklich so. Also, wenn jemand auf Klo geht, will Maurice immer mitgehen, damit er auch auf Klo gehen kann, weil er immer auf Klo muss. Also, warum lebt er nicht auf Klo? Alles klar. Und was machst du? Ich? Bin am Studieren tatsächlich. Okay. Ich studiere IDM abgekürzt. Und wenn du nicht mal den Fachnamen deines Uni-Studiengangs kennst, bedeutet das, glaube ich, schon mal nichts Gutes. Ich glaube, so ein Musterstudent ist er jetzt auch nicht. Nee. Aber egal, Maurice erzählt, Maurice palabert und Keno hört zu und denkt sich im Nachhinein nur, naja, das. Ich glaube, das würde ich aber auch immer so machen. Ich würde Maurice zuhören und nett lächeln und dann irgendwo hingehen, wo ich ganz alleine bin und mich dann komplett kaputt lachen und dann alles rauslassen, damit ich mich danach wieder fangen kann. Er sollte vielleicht mal sein eigenes, wie soll ich sagen, sein wahres Ich mal ein bisschen preisgeben. Das ist ja alles dieser Show-Maurice. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen was anderes dahinter. Ich glaube halt tatsächlich nicht. Ich glaube leider, dass das sein komplett verstrahltes Ich ist und dass er einfach so drauf ist. Und das Witzige ist, das muss ich mal ganz kurz sagen, wir saßen in einem großen Kinosaal und haben das ja alles zusammen geguckt, die Folge. Und immer wenn so Kommentare über Maurice kamen, auch so negative Kommentare oder Leute über ihn gelästert haben, hörte man Alex so aus der dritten Reihe, Alex Petrovic, der ja mit ihm im Sommerhaus war, jawohl,
Ja, richtig so. Alles verstehe. Und er hat so voll gebrüllt und so voll gejubelt. Es war immer ein bisschen cringe, aber auch ein bisschen lustig. Sie kommt mir auch so bekannt vor. Ne? Sie kommt mir auch Theresia bekannt. War bei Germany's Next Topmodel und sie hat sich die Beine operieren lassen. Deswegen hat sie so lange Stelzen. Ehrlich? Ja, und du kannst noch ihre Schrauben fühlen. Alles klar. Und Tanja ist so was wandelnde Wikipedia-Lexikon über alle anderen Kandidaten und kann immer eine tolle Story erzählen. So sieht das bei ihr aus. Das sind ihre Stats. Bam. Alles klar, Tanja. Gut. Vielleicht war es ein Geheimnis. Vielleicht auch nicht. Man nimmt dir für ihn nicht so klein. Das gefällt mir nicht. Süß. Chauvinismus, Chauvinismus. Nach dem Motto, ja, der Mann muss doch über der Frau stehen. Ist doch wieder sehr interessant. Also die Männer sehen eine große Frau und sind so, oh, das gefällt mir nicht. Sehen die Männer einen anderen großen Mann, ist es einfach nur ein großer Mann. Und cool. Ja, nice, danke. Na gut, Leute, es sind nun allerdings die Kandidaten erstmal alle da. Richtig toll. Und was auch toll ist, wir erfahren endlich, was diese Extrawurst sollte. Ihr erinnert euch am Anfang der Folge? Die Extrawurst? Ja. Doch heute gibt es eine Extrawurst und ein Reality-Star hat die Chance auf einen heiß begehrten VIP-Status. Oh, I love it. Ich glaube, da bist du aber auch die einzige, Valencia, weil die anderen Gesichter hier, die sahen jetzt nicht so aus, als ob sie es lieben würden. Leute, lasst uns doch einfach abstimmen. Hallo, hört mal bitte zu. Wer steht denn überhaupt zur Wahl? Ben und Carton. Nee, wie heißt der? Teton? Nee. Ich finde Carton. Wir nehmen Carton. Kenup, scheiß auf den Namen. Der gute alte Carton ist endlich mal da. Oh. Ein Reality-Star möchte als erster die Sala verlassen. Du sicherlich auch nicht. Oh. Doch diese Sorge soll dir genommen sein. Mit der Extrawurst erhältst du einen Sendezeit-Sonderstatus und bist in dieser Sendung safe. Gar nichts wusstest du. Die haben jetzt den Keno gewählt, dass er die Extrawurst kriegt, weil sie nicht wussten, was sie kann. Und die kann Safety geben. Und alle sitzen da so, fuck. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Allerdings, es kommt auch mit einem Preis. Ich sag mal so, die Wurst die ist nicht zu unterschätzen. Die ist schon nicht ohne. Er muss damit ja pinkeln gehen, wenn er pinkeln muss. Wenn er mich fragt, so Maurice, kannst du die mal kurz halten? Bei Gott, ich würde dem sofort helfen, so klar. Maurice hat einfach so ein großes Herz. So ein großes Herz. Und Keno muss diese ganze Extrawurst jetzt bis zum Ende der Sendung rumschleppen. Hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf irgendwie. Du, danke. Aber scheiße hier, ja, wirklich. Ist es das geworden? Alles, ja. Mann, ich fick doch mein Leben, wirklich. No, der Amoris, sein Koffer hat dabei und es ist alles klitschnass und ja, ist direkt mal ein Scheißstart, sagen wir mal so. Also da habe ich ein bisschen Mitleid, wenn der ganze Koffer komplett durchnässt ist und jetzt muss es wahrscheinlich irgendwo aufhängen. Ungeil. Du kotzt mich an sowas. Wenn du brauchst, sag Bescheid, ne? Das ist das. Babypuder. Damit du immer schön seidig bist. Wo denn? Hey, an deinem Körper. Oh mein Gott, wir benutzen Babypuder. Das Babypuder. Und auch Theresi, was ist das? Babypuder? Okay, danke, nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Er hat seine Hygienegarne fest im Griff. Oh my God, look at my body. Jetzt kommt die Panade drauf. Was ist das jetzt? Babypuder? Für was? Weiß niemand, nur Maurice. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob Maurice das selber weiß. Aber ist gut, er nutzt es. Er nutzt es gut und alle finden es witzig. Es ist Zeit, die Karriereleiter zu erklimmen und die Chefetage zu betreten. Oha, gab es das nicht letztes Jahr schon? Ah, das ist das Redaktionshaus. Ja, okay, sorry. Eine neue Sensation, die Chefetage der Reality. Wow, es gibt voll viele Neuheiten diesmal wieder und jetzt können die da alle hintraben und wir fahren. Was die Chefetage kann? Ja, wahrscheinlich wieder irgendwas, was die nerven soll später. Ich würde euch ja persönlich begrüßen, aber mein Urlaub geht vor. Ich stelle mir unseren Kampf der Reality Stars Chef vor, wie der Hauptdarsteller von 50 Shades of Grey. Jung, knackig, erfolgreich, mit Anzug, Sex. Vielleicht sollte man Tanja noch erzählen, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, sondern dass der Chef alter weißer Mann 60 Jahre alt ist. Und gut, aber sie kann ja hoffen. Tatsächlich haben wir aber nichts weiter über die Chefetage erfahren, außer dass sie existiert. Applaus dafür. Und dann geht es noch weiter, weil Valencia hat jetzt auch Probleme. Wer geht jetzt mit mir auf Toilette? Wie lange dauert das denn? Abschminken nicht lange. Ich muss mich. Wie sagst du das, was mal das Ding da unten? Das ziehe ich nach dem Abschminken auf, dass ich nicht ungeschminkt gefilmt werde. Ehrlich? Ja, klar. Ich bin bescheuert. In meinem Alter zeige ich mich doch nicht mehr ungeschminkt. Ich dachte, du bist 29 gezogen, Valencia. Da kannst du dich auch ungeschminkt zeigen. Ja, und jetzt will sie dann lieber eine Maske drüber ziehen. Naja, vielleicht ist es auch ein Segen für alle. Ne? Aber dann habe ich auf einer Online-Plattform diese Maske gefunden. Aber das stelle ich mir heftig vor, die ganze Zeit mit der Maske fern. Ja, das ist mir scheiße. Da dachte ich mir, super, das ist es. Weißt du, ich glaube, du musst ein bisschen höher ziehen wegen den Ohren. Das sieht auch ein bisschen bescheuert aus. Also was ist das? Also stell dir mal vor, du schminkst dich ab und ziehst dann diese Maske auf, die schon von der Seite sehr bescheuert aussieht und sagst,
verbessert. Oh mein Gott, vor was will sie uns bewahren? Ich will es wissen. Scheiße, die Valencia hat diese Maske, das ist so mit dieser Horrorfilme, mit dieser Brille noch, diese runde Brille. Richtig Horrorfilm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also da verstehe ich auch, dass Tanja sie nicht direkt wiedererkannt hat, wenn sie vorher vielleicht auch so aussah. Kann ja auch gewesen sein. Da, ich verstehe es. Verstehe es vollkommen jetzt. Alles ergibt plötzlich Sinn. Ach du Scheiße. Ja gut, alle Kandidaten gehen allerdings schlafen. Maurice ist immer noch traurig, dass sein Koffer nass ist. Valencia hat die Maske auf und alle Kandidaten sind tot erschrocken. Aber die Nacht, das muss gemacht werden, Leute. Wie kann ich mich so wenig wie möglich ungeschminkt zeigen, dass der Zuschauer auch einen Reality-Star sieht? Weil sonst sieht er einen desolaten, gescheiterten Reality-Star. Und ich möchte ja ein großer Reality-Star sein. Schatz, ich glaube, du bist kein großer Reality-Star. Also jetzt mal kurz Butter bei die Fische hier. Bist du einfach nicht. Und ich glaube, die Schminke rettet es jetzt auch nicht mehr. Oder ist eine schwarzhaarige Frau. Wer könnte schwarzhaarig sein? Was ist denn das für eine unfreundliche Kuh? Die winkt ja noch nicht mal. Wir hassen sie alle, sagte Valencia. Allerdings konnte man das leider in der Kinopremiere nicht verstehen, was sie gesagt hat, weil alle krass gejubelt haben, weil Cecilia endlich auftaucht. Und Cecilia scheint beliebt zu sein. Weil du musst dir vorstellen, wir waren in der Dating-Show. Ach, in der Dating-Show, okay. Ich glaube, wenn sie das ist, ich habe mich für eine andere entschieden. Du weißt, Frauen sind nachtragend. Maurice, ich glaube, Cecilia ist dann nicht nachtragend, dass du dich für eine andere entschieden hast, sondern ist eher froh, dass sie dich nicht an der Backe hatte. Ich bin jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber ich habe soziale Intelligenz, weil ich kann sehen, wer falsch ist und wer nicht. Hast du mich gerade angeschrieben? Frage dich! Hast du mich angeschrieben? Dasselbe? Ich frage dich! Und man muss immer noch dazu sagen, Cecilia war immer auch schon wissbegierig, ne? Sie stellt ihre Fragen, sie fragt die Leute, sie antworten nur manchmal nicht. Das ist Kelvin. Das sehe ich schon. Ja, das sehe ich sofort. Das ist Kelvin. Und damit haben wir unsere beiden Neuankömmlinge an diesem Tag, Cecilia und Kelvin, die auch zusammen am Ende der Folge jemanden rauskicken dürfen. Aber das ist ja, wie gesagt, erst am Ende der Folge. Das dauert noch. Ich bin wieder da. Und? Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe Shirts, Kalender, was zu saufen. Und können wir mal ganz kurz darüber sprechen, dass Kelvin, glaube ich, seit 2019 erst, okay, auch seit 5 Jahren im Trash-TV ist, und so viele Produkte einfach auf den Markt gebracht hat? Ich muss auch, glaube ich, irgendwann mal hier mit irgendwas anfangen. Irgendeine Produktlinie, weil es scheint sich zu lohnen. Ja. Man kennt mich von Temptation Island VIP, All the One Reality Stars in Love, The Real Life, Swipe Match Love, Promi-Büßen, Promis unter Palmen, Couple Challenge und Kelvin am Goldstrand. Oh mein Gott, der war ja gefühlt auch schon überall. Also den Bachelor-Kosmos hat er unberührt gelassen, obwohl eigentlich die ganzen Dating-Formate, so richtig die ganzen Einsteiger-Dating-Formate, Love Island, Bachelor, ist alles nicht dabei, sondern direkt Temptation Island und dann go. Ja, hat alles mitgenommen, ne? Echt Wahnsinn. Hi Kelvin, how are you doing? Der erste Eindruck zählt uns. Fetten raus. Oh mein Gott, Valencia. Valencia. Ich glaube, Kelvin hat genug Titten in seinem Leben gesehen, dass ihn das jetzt auch nicht mehr so beeindruckt. Naja. Ich bin der absolute Tittenboy. Weißt du, wen du willst? Oder wir müssen die Leute rauswählen, ne? Keine Ahnung. Also habe ich auch, ey, ohne Witz. Man hat sofort so Druck zu denken, so scheiße. So hast du gedacht? Ja, klar. Hast du, ja, aber hast du schon im Kopf direkt so? Direkt. Wie? Valencia. Valencia so, ich muss einen guten ersten Eindruck machen. Hat wohl dann nicht ganz so geklappt. Schade, dann werden wir sie vielleicht bald los sein. Meine Mutter hat einen Koffer gepackt oder so, weißt du? Echt? Ja, damit das schön geräumt ist. Aber das Schlimme ist, der ist jetzt komplett ausgeräumt. Die kriegen nie im Leben wieder alles zusammen. Meine Mutter hat auch meinen Koffer gepackt. Ehrlich? Aber das macht die nur, weil der gefällt nicht, wie ich das packe. Da sagt die, der ist scheiße. Ja, und dann bringst du ihm doch bei, dass er es richtig machen soll. Oder lass ihn einfach seine eigenen Erfahrungen machen. Also der Typ ist auch 31, 32 jetzt, keine Ahnung. Und die Mutti muss noch seinen Koffer packen, weil sie sagt, nee, das geht nicht so. Irgendwann, Leute, ist auch gut, ne? Was ich aber auch witzig finde, Kelvin und Maurice leben ja beide noch, also Kelvin bei seiner Mutter und Maurice noch bei seinen Eltern. Und bei Maurice ist das so die größte Lachnummer ever und bei Kelvin ist das irgendwie normal. Auch seltsam. Was ist, was? Warum trägst du das die ganze Zeit? Das ist das deine Strafe oder so? Ich habe ihn nicht mehr gefragt. Ich dachte erstmal, es gehört so zu ihm. So einfach. Kurz, wie verkorkst muss eigentlich die Welt sein, dass du jemanden in so einer riesen Extrawurst rumlaufen siehst und dir denkst, das wird einfach sein Outfit sein. Ja, das sagt auch einiges aus. Gut, Leute, es gibt jetzt aber auch die erste krasse Challenge. Die erste Bestrafungs-Challenge, damit die Kandidaten mehr leiden können und wir mehr lachen können. Und ja, na, alle müssen mitmachen, ne? Doch euer Starleben droht an Komfort zu verlieren. Um dies zu verhindern, müsst ihr euch bei eurem ersten Spiel ganz besonders ins Zeug legen. Ganz Deutschland kennt euch, doch nun müsst ihr beweisen, dass ihr euch gegenseitig kennt. Und manche von denen? Wer ist Valencia? Wer ist Keno? Kanton? Karton? Wer ist das? Unser
Wahlhelfer ruft nach und nach drei Stars nach vorne. Diese stehen zur Wahl. Oh mein Gott, müsst ihr eine Rede halten oder sowas? Oh mein Gott, nein, das wäre ja der größte Endgegner. Nee, das machen wir nicht, Tanja. Das streichen wir sofort. Keine Rede, sondern es wird eine Frage gestellt und die müssen auch ganz einfach nur Platz 1 finden. Also auf wen trifft das am ehesten von den dreien zu? Jetzt auch nicht so schwer. Aber Schauspieler, er hat ein bisschen was von Captain Jack Sparrow. Äußerlich jetzt nicht so, aber sonst bestimmt. Woher kommt die auch, Ben? Wir müssen jetzt optisch betrachten, wer würde in Hollywood passen. Ein Mr. T haben wir schon beim A-Team. Wir brauchen keinen zweiten. Aber Keanu sieht doch trotzdem viel mehr nach Hollywood aus als Ben. Also, es tut mir sehr leid, da hat Cecilia auch krass recht. Also, Tanja ist anscheinend dann wirklich Fangirl von Ben, aber das ist ja der absolute Quatsch. Also, Ben sieht leider aus wie so... Naja, sagen wir es lieber nicht. Sagen wir es lieber nicht, das wäre jetzt viel zu gemein. Aber alle waren sich so sicher. Ist so okay, ihr werdet sehen. Platz 3, Ben. Ich wusste es, aber egal. Ja, es sind doch große Loser. Und überraschenderweise, Keanu war Platz 1, der am ehesten Hollywood-Star sein könnte. Hören Sie hoffentlich nächstes Mal eher auf Cecilia. Wir haben halt zu viele Philosophen hier unter uns. Wer könnte ein Praktikum bei Annalena Baerbock absolvieren? Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Nee, ne? Annalena Baerbock? Okay. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wie? Wie kann das? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Und solche Menschen dürfen wählen? Ja, da wundert mich auch wieder nichts mehr hier. Ich sage Kevin. Ich sage Kevin. Maurice, sorry. Nein. Die Frage Angelika Bergbauer, die grüne Frau da. Ich denke mir da wirklich, Maurice, du bist es auf gar keinen Fall. Das ist auch, glaube ich, jedem klar. Aber ich glaube, ich möchte irgendwann sie sehen. Angelika Bergbau, die grüne Frau, ist wahrscheinlich auch ein Hit. Ich glaube, wegen ihrem Namen ist sie auch einfach so einprägsam bekannt geworden. Angelika Bergbau. Ah, irgendwie ist er nicht... Was ist das? Mal schauen, wer das ist. Ist mir nicht geheuer. Lass uns doch einfach abstimmen. Der Maurice ist zu männlich. Oder? Wegen Gendern und so. Das hat doch damit nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Sachen, Kelvin. Aber danke für den Einwurf, ja. Auf die Popnasen keinen Bock mehr. Wer ist für Maurice? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was wollt ihr von mir? Wer ist Kelvin? Bitte? Auf eins? Ja. Okay. Was wollt ihr alle von mir? Was für... Maurice, du hast selber zugegeben, dass du nicht mal eine Ahnung hast, wer Angelika Bergbau ist. Da brauchst du dich jetzt auch nicht wundern, dass niemand denkt, dass du dein Praktikum absolvieren kannst. Wirklich nicht. Du musst so vorstellen, ne, der Weihnachtsmann, der hat auch immer Rentiere. Und da gibt es ein Rentier, zu dem man aufschaut und ich bin das Rentier. Was? Weiß Maurice eigentlich, wenn ein Satz anfängt, wie er den beenden will? Ist ihm das irgendwie, weiß er das? Oder redet er einfach drauf los und damit dann das nächste Wort, was irgendwie dahin passen könnte? Ach Gott, Maurice. Wir sind schon jetzt wie Topf auf, wie heißt das nochmal, dieses Sprichwort? Ja. Einmal auf Topf so. Einmal auf Topf. Ja. Nehmen wir. Maurice, ja. Maurice, du denkst sogar auf Platz 1. Ja. Komm, nee, Maurice. Da ich ja auf dem dritten war, ist halt eine Frechheit. Auf Platz 2, Valencia, also ist es Kevin. Juhu! Und ich finde immer ein bisschen gut, wenn Maurice so ein bisschen die Realitätsklatsche abbekommt. Der Waschlappen der Realität wird ausgepackt und bam! Boah, wenn ich irgendwann so ein Format mitmache, ich brauche einen Waschlappen der Realität, den ich dann immer links und rechts drüber hauen kann. Ja. Ja, garantiert. Wer ist die größte Lachnummer und liefert am wenigsten Substanz? Was ist Substanz? Ja. Substanz, wenn du halt... Ich komme jetzt gar nicht auf. Substanz ist halt, dass du nichts im Hirn hast. Also, dass da nichts drin ist und dein Gehirn wahrscheinlich in allen Substanzen schwimmt, aber nicht in deiner Hirnhautflüssigkeit. Hä? Nein! Ja. Meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Ja, Maurice, du lieferst ja auch ab. Nur da kommt viel Scheiße raus, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch gut. Ist halt ja. Inhaltslos, aber... Danke für viel. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist inhaltslos. Ja, es ist inhaltslos. Die größte Lachnummer gewählt. Das war bestimmt ein enges Rennen. Und das wurde jetzt auch Maurice. Aber sie haben ihm es quasi verkauft, als wäre es was richtig Gutes. Das ist auch ganz funny, dass Maurice so ein 6-Jähriger wäre, den man voll verarscht und dem was richtig Schlechtes geben will und sagt, nee, das ist mega toll. Und Maurice, danke. Danke. Ich dachte, meine Mutter oder sie sieht das, ne? Ehrlich, die dreht hier durch. Die Kandidaten haben aber trotzdem einige Male es voll versemmelt und deswegen gibt es jetzt auch die fette Strafe. Ihr müsst nun stets gemeinsam auf die Toilette gehen. Dabei müsst ihr ein Mindestalter erreichen, um überhaupt Zutritt zu erhalten.
Und zwar, weil sie 5 Fehler hatten, den 5-fachen Altersdurchschnitt der Gruppe, also 155 Jahre. Und wenn sie die Kandidaten nicht zusammen 155 sind, mindestens dürfen sie nicht pinkeln oder kacken. Ja. Stopp! 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 Da steht nicht mein wahres Alter drauf. Mann, keine Ahnung. Fragezeichen. Warum hatte ich denn ein Fragezeichen da drauf? Weil du auch nicht weißt, wie alt ich bin. Doch, du bist 41. Und das war dann auch mal schöner Drop. Dann ist das Problem auch gelöst worden. Wenn Kevin das erzählt hat, ja irgendwie Country Rally Stars es nicht preisgegeben. Und ich muss euch was sagen, Leute. Ich saß in der Premiere da, was ich jetzt schon manchmal erwähnt habe. Und ich saß halt im Kino, in irgendeiner Kinoreihe, bla bla, neben mir irgendwie Kate und Marisa und bla bla. Und hinter mir saß Kevin. Und in der Sekunde, in der Szene, tauchte der plötzlich zwischen uns auf mit seinem Kopf und hat voll über Valencia abgelästert, dass die mit ihrem Alter voll das Trara macht, dass sie jetzt sogar 42 ist, was für eine falsche Schlacht, also so richtig. Und ich war nur so, was ist hier los? Was, wo kommt es her? Ich weiß nicht, aber es war so. So, Alter, ich muss voll strunnern, bitte. Ja, ihr könnt euch erstmal hinsetzen, ich muss erstmal rechnen. Was, ne? Digga, ich piss mir echt einen in die Hose. Oh, wie nervig. Und jetzt müssen die da erstmal brav sitzen, bevor dann halt wirklich, ja, die Zahlen durchgerechnet werden. Und Leute, ich sag's ungelogen, das war jetzt 20 Minuten der Folge. 20 Minuten der Folge haben wir jetzt das Toilettendrama. Wir verkürzen das hier ein bisschen, aber ein bisschen kommt trotzdem. Also, ey, wenn du pullern musst, so. Was, da riechst du mit Seife, Desinfektion so? Weil ich war's angefasst. Schon mit Seife, ja. Eigentlich nie. Ich wasche eigentlich gar nicht meine Hände, wenn ich... Eigentlich darf die Hand nie wieder gewaschen werden, die meinen Pimmel angefasst hat. Wie gut, dass ich Kevin immer nur zur Begrüßung umarme, fällt mir gerade ein. Boah, jetzt wird's ekelhaft, Mann! Ja, aber es gibt doch keine Gruppe mehr. Dann musst du kurz warten. Wir sind die Selbsthilfe-Toilette, wir gehen auf Gruppe. Warte, ist das echt so? Ich darf jetzt nicht dazukommen? Ich hab die schon ausgerechnet, ist jetzt zu spät. Das kann doch nicht wahr sein. Theresia hat's verbockt. Sie war zu spät und jetzt sind alle schon in der Schlange fürs Pinkeln und sie muss sich eine eigene Gruppe suchen. Das Problem ist immer, die Gruppen sind viel zu groß und die restliche Gruppe kann nicht helfen. Na schön. Nach 3 Stunden Suche hat Therese dann allerdings irgendwie wieder sich eine Gruppe zusammengestellt. Sie war so Druck. Sie musste so auf Klo. Sie ist auf Klo gegangen. Nur damit das passierte. Oh Mann, es klappt nicht. Oh, so eine Scheiße. Also ich hätte ja gerne mal Schiss, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie traurig ist das denn? Stell dir mal vor, du musst voll auf Klo, sammelst alle zusammen, damit die alle mitbekommen, dass du nicht kannst. Vor allem, die hat immer noch ihr Mikro an. Also ich würde jedes Mal das Mikro ausstecken. Also ich würde nicht wollen, dass alle zuhören können, während ich da auf dem Pott sitze. Jetzt macht den Käfer an ihr Gesicht. Ich kann. Ja. Kralli liebt mich. Ja. Kralli liebt mich. Ja. Therese, die soll nicht mehr zu helfen. Ja, aber das ist Theresia. Ist dafür bekannt, dass sie so oft cringe Momente hatte. Mit ihrem Kuscheltier gelabert hat, wo du denkst, was geht hier wieder vor? Weißt du, was ich meine? Wir wissen alle, was du meinst. Und ich liebe es, dass du da bist, Cecilia, die das nochmal für uns erklärt, was da alles passiert. Okay, immerhin, sie konnte nicht auf Klo, also hat sie sich jetzt mit Kakerlaken angefreundet. Warum auch nicht? Ich saß vorm Fernseher. Oh, ich habe gedacht, meine Güte, was ist denn da los? Weil in der Sala. Elsa hat eine Frage. Warte mal, ist Kevin Klein deine Marke? Calvin Klein ist nicht meine Marke. Okay, ich hab's nicht mal gedacht. Oh Gott. Elsa, bei ihr ist auch, glaube ich, manchmal, da sind so 2 kleine Leitungen im Kopf und manchmal kommt da so ein Funke, der die kurz verbindet und dann hat sie so, oh, ich habe einen Gedanken. Ich frag ihn mal. Wow. Ja, richtig toll. Er ist der bekannteste im ganzen Land. 11 neue Reality-Stars wurden an Thailands beliebtester Promi-Unterkunft gesichtet. Und damit geht der Wettstreit um Sendezeit in die nächste Runde. Und sie müssen jetzt die Wand der Wahrheit spielen. Wer es nicht kennt, sie kriegen jetzt die Frage, wer ist am bekanntesten für euch? Sie müssen sich selber ranken, sie streiten sich definitiv dabei. Und am Ende erfahren sie die Wahrheit und wir sind so, wen juckt's, Leute? Warum macht ihr so ein Trara drum? Vor allem, warum müsst ihr euch schon vorher betteln, wenn die Wahrheit eh schon feststeht? Wenigstens gutes Wetter. Ich glaube, ich würde jetzt Ben nehmen. Ben, ja. Nein. Ben? Ihr wisst gar nicht, dass Ben voll die Legende ist hier. Nicht im Reality-Bereich, aber Tanja, Fangirl wieder los. Und wie ist der jetzt? Der TikToker halt so, den kenne ich nicht. Ich fühle es ein bisschen. Ich hätte ihn auch so, Ben kenne ich nicht, mach 12. Aber nein, alle anderen kennen Ben. Kenne ich nicht. Ich würde jetzt Theresia nehmen. Aber ich habe im Finale von G&GM geheiratet, ne? Dann würde ich Elsa nehmen. Das war's. Und Ellie Goulding hat gesungen. Theresia, deine Hochzeit war wirklich so ein cringer Moment. Das war ein Kompliment. Irgendwie. Man erinnert sich dran. Das wollte ich dir sagen. Ja, ja. Die war auch im Dschungel, Digga. Ja, lass doch mal jetzt machen. Nee, lass sie erst mal machen. Cool, schauen wir mal, wie lange sie machen darf.
und wer als Erster reinbrüllt. Nein, auf gar keinen Fall, Maurice, auf zwei. Nein! Cecilia, kein großer Fan davon, Maurice auf der 2 zu haben, wäre ich allerdings auch nicht. Aber ich lebe es auch wie Tanja, sich so, ich bin auf der 3. Ich kenne Tanja, die war bei DSDS mal und ist früh rausgeflogen. Die war bei Dschungelcamp vor 10 Jahren und bei Promi Big Brother und das war's doch, oder? Ja, Tanja, Platz 3, ich fühl's. Ja, ich fühl's, ist keiner da, wenn der Bubert sagt, nee. In deiner einen Show, wo Valentina dir geholfen hat, nicht aus eigener Kraft, hast du es niemals geschafft. Ohne Ricarda wärst du niemals da gelandet. Und jetzt geht das Drama richtig durch. Maurice auf Platz 2, viele sind dagegen. Maurice so, ey, ich bin Promi, was redest du da? Ich bin der Star hier. Nein, nein, nein. Nee. Lass umklappen! Okay, ja, ja. Damit haben die Stars ihr Promi-Ranking eingeloggt. Jetzt erfahren wir, wie das die Zuschauenden sehen. Und das ist jetzt auch eine interessante Konstellation gewesen. Ich hätte es, glaube ich, nicht so hingesetzt, aber ich finde es auch irgendwie voll schwer, weil man aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen halt die Kandidaten hat. Und es werden auch immer nur 100 Leute befragt. Und ich finde, 100 Leute ist auch eine sehr schlechte Stichgruppe. Aufgrund des vielen Streitens denkt sich aber Kino so, Leute, können wir beim nächsten Mal bitte einfach das da hinstellen und nicht rumschreien. Das ist auch ganz geil. Und da wollen jetzt einige intervenieren. Aber das ist ja eine Show. Du musst es ja ein bisschen so sehen. Ne? Es ist eine Unterhaltungsshow. Ja, aber auch keine Dreijährigen, ich schreie einfach nur wild rum. Ja, aber Noah, das ist halt eine Reality Show. Du kannst nicht. Warte, verdammt, kurz, ich rede kurz. Du kannst nicht die verfickte Wand anschauen und einfach sagen, ey, ja, kannst du ja nicht. Du musst ja diskutieren, verdammte Scheiße. Ja, da hat Elsa recht. Man muss diskutieren, man kann sich darüber austauschen. Allerdings ist bei Elsas Definition diskutieren, sich so lange anschreien, bis einfach irgendjemand keine Stimme mehr hat und dann hat die andere Person gewonnen. Das sind adäquate Argumente einfach. Sehe ich, dass sie hier ist, um auch anzuecken und Konfrontation zu suchen. Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass Elsa Konfrontation sucht. Können wir es bitte ausschreiben? Ich liebe das Wort jetzt schon. Cecilia möchte dann allerdings auch nochmal ein, weil Elsa jetzt echt schlecht im Diskutieren ist und Cecilia dann auch ein bisschen aufbrausender wird und wird schön. Ich diskutiere gar nicht mit dir, Alter. Nein, ich diskutiere gar nicht mit dir. Ich kenne dich doch gar nicht. Hallo, Ruhe. Weil denkst du nicht, wenn du bist, denkst du, kommst aus der Straße und redest aber so nach oben oder was? Ich kam von irgendeiner Ecke rein und meint, den Oberpascha zu spielen. Nein, Mädchen, du bist es nicht. Redet da irgendwie gerade Elsa über sich selbst oder meint sie Cecilia damit? Eher sich selbst, oder? Ich dachte ganz kurz, was für ein Paralleluniversum ist die unterwegs, ganz ehrlich? Nase ein, Mund aus, Nase ein, Mund aus, so. Der Grund war banal, aber Frauen sind manchmal so. Frauen sind kompliziert. Wow, also Maurice, der als erstes durchdrehen würde bei solchen Themen und da immer auch aufdreht, as fuck, ist jetzt so, ja, Frauen, die drehen einfach da am Rad, man kann nichts machen. Oh, nee. Naja, witzigerweise, Valencia war Platz 2 und hier haben wir Platz 11 bis 7, glaube ich. Es ist also absehbar gewesen. Haben wir den Keno. Auf der 9 Kevin, auf der 8 Elsa, ups, und auf Platz 7 Noah. Die TikToker, die kennt man halt anscheinend doch ein bisschen besser. Und Elsa ist, glaube ich, nicht so fame, wie sie gedacht hat. Und Valencia sogar schlechter als Keno. Finde ich super. Cecilia. Cecilia. Also leider hinter Maurice. Und ich finde es auch ein bisschen schockierend, dass Maurice vor Cecilia ist. Aber ich glaube, das Problem ist auch, weil halt das Sommerhaus auch bei den Dreharbeiten von Kampf der Reality Stars gerade so 2 Monate nach der Ausstrahlung war. Und da kennt man, glaube ich, Maurice einfach noch ein bisschen mehr. So ein Jahr später hätte den auch schon wieder jeder vergessen. Manipulation in meinen Augen. Platz 4, Theresia. Und auf Platz 3, Tanja. How? Also nichts gegen Tanja. Aber how? Warum? Obwohl ich mich auch an dieses Wort erinnert. Aber irgendwie, so viel war sie noch nicht, ne? Der deutsche Knoxville. Ben Tewak, Superstar. Verrückterweise. Also, wie ich lasse das Thema jetzt einfach, ne? Ich muss es jetzt einfach akzeptieren, man kennt ihn. Der Sohn von Valencia. Um deinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, erhältst du einen eigenen Werbespot. Oh, wie nett. Oh mein Gott. Wollen sie nicht auch diese Folge rausfliegen? Oh, dann ist es ja doppelt nett. Gut, nachdem die Wand der Wahrheit allerdings auch wieder geschafft wurde, erstmal wieder Toilettenpause. Irgendjemand muss ja eben auf Klo. Die Gruppe geht los. Feierabend. Feierabend? Ich hab Feierabend. Viel Spaß auch. Wir können alle einzeln auf Toilette gehen. Oh, das wäre nicht mein erster Gedanke gewesen. Mein Gedanke wäre so, wir dürfen die ganze Nacht nicht mehr. Aber das ergibt mehr Sinn, dass jetzt einfach die Strafe vorbei ist. So, der nächste Tag steht an. Alle wissen schon, heute Abend wird es langsam wahrscheinlich zur Stunde der Wahrheit gehen, wo Leute rausgekegelt werden. Und Kevin ist wieder so, Leute müssen gehen, wen würde ich raushaben? Wen würdet ihr wählen? Ich habe mir gesagt, dass ich die Langweiligsten raushaue. Wer sind die Langweiligsten? Ben und Keno. Ja. Aber Keno ist doch gesaved, oder? Ja, dann ist es vielleicht Ben.
naja, machst du nix. Aber natürlich für die Show wäre es immer am besten. Langsam hast du ja gecheckt, auch wenn die Leute hassen, die Langweiligen müssen gehen, damit Leute weiter zugucken. Weil wenn die ganzen spannenden Leute rausgehen, ist ja auch niemandem damit geholfen. Aber bevor es überhaupt heraus vergeht, kann man sich nochmal safen. Keno ist zwar schon gesaved, aber man kann es noch machen. Kevin und Cecile sind offensichtlich auch gesaved. Bleiben nur noch 8 Leute. Alle anderen werden in folgenden Zweierteams zum Spiel antreten. Elsa und Valencia. Was ein weirdes Team, oder? Tanja und Noah. Ich glaube, dass es ein Quiz wird, habe ich ein bisschen im Urin. Ja, habe ich auch so ein bisschen im Gefühl. Und wir überzeugen einfach mit Charme und wir lassen uns, glaube ich, gar nicht aus der Ruhe bringen. Schatz, weißt du, wie ein Quiz funktioniert? Da bringt ja Charme auch nicht so viel. Aber bitte, lass es ein Quiz sein, das wird hilarious. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Menschen. Es waren dann tatsächlich aber auch noch Kevin und Ben und Theresia und Maurice als Gruppe übrig, was auch faszinierend wird. Und es ist nicht ganz ein Quiz, aber es hat trotzdem was mit Köpfchen zu tun. Ein geniales Wortspiel aus U-Ton und Mülltonne. Was muss man als Reality-Star vor allem gut können? Gut aussehen natürlich. Natürlich knackige und unterhaltsame. Okay, ich lese das vor, ja? Alter, mir ist heiß. Ja, daran wird es gerade liegen, Elsa. Nein, man muss krasse O-Töne rausholen. Und Leute, das sind die ganzen O-Töne, die sagen, dann kommen die ganzen witzigen Bauchbinden. Und ich muss ein kleines was droppen. Ich musste auf dem Event manchen Leuten erklären, dass es nicht Buchbinde heißt, sondern Bauchbinde. Und dann so, warum denn Bauchbinde? Ja, das war anstrengend. Es ist so peinlich gewesen. Es ist so peinlich. Spieler 1 fischt aus jeder Tonne ein Schild mit einem Satz darauf. Er fügt die Schilder zusammen und hat damit seinen O-Ton, den er auswendig lernen muss. Spieler 2 trägt Kopfhörer, damit er das nicht hören kann. Und dann muss der Spieler 2 einfach nur den O-Ton wiedergeben und es ist ein saftiger Punkt. Gar nicht so schwer. In Interviews achte ich darauf, schnell zum Punkt zu kommen. Und ich könnte jetzt den ersten Drink des Tages vertragen. Das ist ein sehr einfacher Satz. Das sollte man ja wohl hinkriegen. In Interviews achte ich schnell darauf zu kommen. Mein Favorit davon war, in Interviews achte ich schnell darauf zu kommen. Oh, love it. Man muss allerdings sagen, es ist ja auch noch schon ein bisschen zu leicht, diese Aufgabe. Deswegen hat man es ein bisschen erschwert und die Kandidaten auch noch verwirrt. Was soll in deiner Bauchbinde stehen, außer deinem Namen? Was, Bauchbinde? Was? Ja, hier in der Bauchbinde. Was soll unter deinem Namen da stehen? Oh, da unten? Da unten. Boss, bitch. Das meine ich, Leute. Sie wissen nicht, was eine Bauchbinde ist. Vor allem, dann hörst du den Begriff, dann weißt du auch so, eine Binde um den Bauch. Oh, das ergibt Sinn. Also durch den Kontext weißt du doch schon, was es bedeuten soll. Nee, da passiert gar nichts. Aber sie werden dann auch noch verwirrt, während sie sich was merken müssen. Wie gemein. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Hör zu, ganz einfach. Ich bin sehr bekannt. Und auch schon direkt wieder falsch unterwegs. Wow, Maurice. Eigentlich lese ich die Schrift von der Nietzsche. Von der wem? Von der Nietzsche. Ah, Nietzsche. Na, Nietzsche. Was ist denn? Eine Nietzsche, keine Ahnung. Eine Nische. Keine Ahnung. Genau. Eine Nietzsche hat irgendwas geschrieben und das liest die Elsa sich dauernd mal durch. Wundert mich jetzt auch irgendwie nicht bei ihrem Sprachgebrauch. Tanja hat sich dann irgendwann allerdings eine interessante Taktik ausgedacht und sie könnte tatsächlich auch ein bisschen helfen. Auf der letzten Aftershow-Party ist mir ein Fauxpas passiert. Und außerdem habe ich noch einen Rabattcode für euch. Gestiken und Betonungen. Und dann könnte es tatsächlich auch mal klappen. Hm? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Übrigens, ich brauche einen Hämorrhoidencreme. Was ist das? Was ist Hämorrhoidencreme? Hallo! Mein Gott, das muss sie dir doch jetzt nicht beantworten, sondern soll ich den dummen Satz merken? Dann wird sie sich doch erklären, was Hämorrhoidencreme ist. Vor allem, Elsa, warum weißt du gar nichts? Boah Gott! Das macht mich fertig. Ihr wisst gar nicht, wie Bock ich hab, mir jetzt einen reinzuzimmern. Ich glaube auch, dass wir 1-2 Punkte durch mich gemacht haben. Durch dich? Na klar. Nee, 1 Punkt nur durch mich. Ja, dann haben wir 3. Ja, definitiv. Elsa war einfach auch das Zugpferd dieses Teams. Ja. Im Interview gescheitert und 0 richtige Aussagen wiedergegeben konnten. Elsa und Valencia. Das ist kein Ernst. Keins. Die hatten 10 Minuten und haben keins. Wow. Mega Leistung. Richtig geil. Doch auch dieses Team hat sich mit 0 korrekten O-Tönen verzettelt. Maurice und Theresia! Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du die 10 Minuten Zeit gelassen hättest und 1 geschafft hättest, bist du schon richtig gut dabei und vielleicht sogar der Sieg. Wow.
Ben und Kaba. Nein, nein. Die beiden haben mit zwei O-Tönen gewonnen. Wow. Man ist ja nicht ohne Grund eifersüchtig. Kurz danach geht es aber auch schon zur Stunde der Wahrheit, wo jetzt drei Leute safe sind. Cecilia und Calvin müssen jemanden noch rauskicken und es gibt wieder ein bisschen Gespräche. Kathy Hummels ist da, warum auch immer sie immer noch da ist. Und sie fragt den Calvin was. Hand aufs Herz. Wer nervt dich hier in der Sala am meisten? Valencia natürlich. Bitte? Was? Ich bin schockiert. Ja doch, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich mag sie, wir kennen uns seit 13 Jahren. Und dann nerv ich dich? Bitte, ich bin jetzt gerade dran. Sie ist auch ziemlich laut und aufbrausend, das liebt man ja auch an ihr. Aber wenn ich jetzt wirklich vom Störfaktor her gehen würde, würde ich sie benennen. Gut, und dann haben wir das Thema jetzt quasi auch mal durch. Ich finde auch schön, dass das mal offen angesprochen wurde. Man soll ja auch immer ehrlich und nett sein. Valencia findet das jetzt aber auch gar nicht so fein. Die Wahrheit. Das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt. Ja, müssen wir immer die Wahrheit sagen? In deinem Repertoire ist es ja nicht so. Ich meine, du lügst auch schon mit deinem Alter. Das war wieder so eine abskure Situation. Alle drumherum sitzen da so, was machen wir jetzt eigentlich? Aber macht mal weiter. Bis auf einen, dem gefällt es nämlich nicht, so lange nicht der Mittelpunkt zu sein. Entscheide dich doch. Eure scheiß inszenierte Scheiße, Mann. Geh mir nicht auf und sag immer dass die Dass du dich dazu immer qualifiziert, dich einzumischen, Maurice. Halt dich bitte mal bedeckt. Es geht gerade um uns und nicht um dich. Maurice, misch dich einfach nicht ein in irgendwelche Sachen, die zwischen mir und Kevin sind. Es wurde gerade eben gefragt, was wir beide besprechen, ja? Wie lange wollt ihr darüber reden? Ja, lass sie doch mal kurz 2 Minuten darüber reden, dass sie sich ein bisschen anbitschen. Ist doch okay, Maurice versteht die Welt nicht mehr. Ist auch genug damit, die brauchen uns gar nicht, sondern wir wollen eigentlich auch nur von Cecilia und Calvin jetzt hören, wer muss gehen. Trommelwirbel bitte. Deswegen tut's mir leid, Noah. Du bist leider der langweiligste von den Anwesenden hier und Valencia hat es irgendwie geschafft. Warum auch immer. Sie haben wahrscheinlich wirklich nach Langweiligkeitsfaktor ausgesucht. Das ist auch ein bisschen traurig. Stell dir mal vor, du bist zum ersten Verbat, du reist nach Thailand, bist du yes! Und dann fliegst du einfach direkt erste Folge raus. Ich will auch ein bisschen traurig sein, ein bisschen verletzt und alles. Und damit endet schon fast schon wieder die Folge. Aber es gab ja noch The Commercial vor Valencia. Valencia. Ich liebe Luxus. Valencia. Intrigant, eingebildet, liebevoll. Valencia. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich positive Werbung für sie war. Aber es wurde ja auch nicht gesagt, es wurde nur gesagt Werbung. Das reicht ja auch, ne? Und dann sind wir mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ich hoffe für mich, Leute, diese Folge hat 2 Stunden und 40 Minuten gedauert. Bitte, ihr müsst es irgendwie, Like, Abo, alles gibt. 2 Stunden 40 durchgeballert hier, alles geschnitten und gemacht. Es war eine Heidenarbeit, aber ich hoffe, ihr habt Bock und freut euch und wir bleiben mit der Staffel dabei und ihr habt Bock auf die Staffel, weil es geht rigoros gut weiter und ihr habt Spaß dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.